Yo Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Super Mario Bros. Wonder. Wir spielen wieder und heute das erste Mal als Toad und zwar als gelber Toad. Ich habe jetzt schon gestern glaube ich gar nicht aufgenommen, es ist jetzt hier gerade Mittwochnacht, also von Dienstag auf Mittwoch und es gibt einiges nachzuholen, denn ich habe das Nintendo Let's Play gestartet und habe bisher mich nicht spoilern lassen, aber... Oh, Husten, ganz komisch. Ah, Gesamtkarte, jetzt kann man sie sehen mit X. Aha. Das ist sehr spannend. Ja, da sehen wir auch dieses mit den Wurzeln da. Das ist bestimmt die letzte Welt, wo man auch bei Captain Toad das kurz gesehen hat. Und zwar habe ich bei manchen Sachen den Wundersamen, den ich ja dann nicht gefunden habe, bei diesem einen Level und im Untergrund, den habe ich gesehen, wo der ist. Ziemlich krass versteckt, da also halt der Wundersamen, der mit der Droge zu tun hat. Das habe ich dann hier schon gesehen im Let's Play und ich habe noch einen Secret Exit gefunden oder zwei. Da hole ich kurz was nach, wo wir dann auch ein neues Gebiet freischalten und zwar diese komischen Türme da in der ersten Welt, wo ich mich schon länger gefragt habe, wie man hinkommt. Wie ihr seht, habe ich die Facecam auch umgestellt auf links unten. Da habe ich mich auch an Nintendo orientiert und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, weil oben rechts habe ich gesehen, wenn man eine Starcoin, also wenn man eine lila Coin einsammelt, dann erscheint da kurz oben rechts, wie viele man schon hat und dann kann ich hier einfach zack, plus und kann hier oben sehen, ohne immer die Facecam wegzumachen. Natürlich kann sein, dass unten links dann mal was ausgeblendet ist oder so, aber ich glaube, am besten ist sie tatsächlich unten links platziert. Da ist dann auch, ja, das sehe ich dann auch alles rechts, was dann auch kommt im Level quasi. Und das, was zurückliegt, das kenne ich ja schon. Deswegen sollte das so passen. So, jetzt muss ich nur die Stelle wieder finden. Die ist, glaube ich, tatsächlich relativ, ah, die ist hier. Die ist hier, Leute. Und zwar, zack, hier geht's ja runter. Und hier wäre ich ja fast gestorben. Aber tatsächlich geht's hier runter zu einer Sektion. Es ist nicht nur für diesen Ball, sondern hier ist die Wunderblume. Das ist auf jeden Fall die bestversteckteste Wunderblume bisher. So, das, was aber hier passiert, das habe ich noch nicht gesehen. Habe ich mich noch nicht spoilern lassen. Ich habe nur geguckt, wo dieser Eingang ist. Unfreiwillig sogar. Und bei dem Hardcore-Level mit diesen Stieren, da habe ich auch den Secret Exit gefunden. Da brauchen wir einen Elefanten, zumindest hat er das so gemacht. Wie das vorhergesehen ist, weiß man nicht, vielleicht ist es auch so vorhergesehen. Auf jeden Fall hier ist die Wunderblume einfach so eine Stage. Die FPS hinten von den Dingern sind leider ziemlich kacke. Ich nehme das hier sehr spät wieder auf. Boah, der Husten heute ist ganz komisch. Er ist weiterhin die ganze Zeit trocken und so. Aber irgendwie ist der heute so... Der tut so mega im Kopf weh. Der ist so unbefriedigend irgendwie. Keine Ahnung. Er kommt immer öfter, der Reiz, aber irgendwie nicht so stark halt. So, jetzt hier... Achso, wahrscheinlich hier hoch, ja. Okay. Das war also dieser Wundersamen, der uns noch gefehlt hat. Dann beende ich jetzt das Level und wir sehen uns gleich zu diesem Stier-Level. So, und zwar rede ich von diesem Level. Jetzt habe ich nur leider keinen Elefanten. Ja, wie kriege ich den jetzt her? Ich glaube, im ersten Level gab es ja einen. Dann mache ich ganz kurz das erste Level, hole mir das und dann geht's weiter. So, ich bin jetzt in dem Level, habe einen Elefanten in der Itembox und werde das genau wie Nintendo machen. Und zwar ganz normal dieses Level mit den Stieren und am Ende, bevor man in die Röhre geht, sind rechts ein paar zerstörbare Blöcke. Und ja, die muss man dann halt mit dem Rüssel irgendwie zerstören. Ich weiß nicht, wie es sonst gewollt ist, aber ja. Genau, dann sehen wir uns gleich am Ende hier. So, da sind wir, Leute. Ich glaube, es ist egal, ob wir den Wundersamen jetzt einsammeln oder nicht. Wir sind Elefant und jetzt hauen wir uns da einfach durch und dann ist hier tatsächlich eine Röhre. Das habe ich irgendwie nicht so ganz realisiert. Und hier ist tatsächlich dann ein Secret Exit. Und über diesen springenden, hoffentlich bald springenden, ja, kann man dann hier auch die Fahnenstange reichen. Und das ist eben der dritte Wundersamen in diesem Level. Es gibt sehr viele Secret Exits und der führt tatsächlich dann zu einem neuen Abschnitt auf dieser Map. Wie gesagt, diese Türme.
Ich glaube, ich kann jetzt gerade in dieser Aufnahmesession nur eine Folge machen, weil meine Rippen irgendwie wieder voll wehtun. Okay, jetzt öffnet sich hier der Weg. Genau. Und dann geht's da zu diesem Abschnitt. Ich weiß nicht, wie viele Level da kommen oder ob es wirklich nur das eine ist. Ich glaube, oben ist safe auch noch was, oder? Wir machen jetzt dieses Level. Da habe ich schon, das habe ich schon, ja, unfreiwillig einen Ausschnitt gesehen. Und zwar ist das tatsächlich sehr krass an Donkey Kong Country Tropical Freeze angelehnt. Und zwar ein Schattenlevel. Wir sehen nur die Silhouette und auch von, also alles ist einfach nur Silhouette, nur Schatten. Das heißt hier zum Beispiel, toll, dass du mich gefunden. Ja, kein Plan, wirklich. Das ist aber wirklich cool. Also das Game erinnert auch wirklich von den Funktionen und so, von den Locations. Erinnert das schon sehr stark an Donkey Kong Country Tropical Freeze und ich bin ein sehr großer Fan davon. Da ist eigentlich auch ein Let's Play mit Kara geplant. Muss man mal gucken. Aha, und da ist der neue Gegner, sehe ich gerade. What the fuck? Eine Spirale? Keine Ahnung, was war das denn? Ha, ein fliegender Koopa. Auch sehr cool. Und da unten ist die erste lila Coin. Genau, da oben rechts seht ihr es, das wird dann eingeblendet. Da war eben meine Facecam drüber. Keine Ahnung, da oben was ist. Und wie war dein Tag so? Wie mein Tag so war? Achso, weil es hier so wie Abend ist. Mein Tag war anstrengend. Aber trotzdem ganz geil. So, wie komme ich da hoch? Oh, oh mein Gott. Das war jetzt nicht gewollt. Hier ist eine... Hier ist eine Ranke. Und für was genau? Einfach nur für eine lila Coin? Na gut. So, die können wir wieder aktivieren. Okay. Schalt die ab. Kommt die zurück? Ich weiß nicht. Boah, das ist echt seltsam, Alter. Ist gar nicht so leicht, hier das zu erkennen, wo es lang geht. So, jetzt habe ich genau jetzt den Klimmsprung weg, aber mit ein bisschen Wursteln geht das tatsächlich, glaube ich. Ja, wir haben es geschafft. Wir verlieren nicht an Höhe. Man kann unendlich Wandattacken machen und es geht immer weiter. Oh, okay. Ich dachte, da kann ich stehen. Alter, das sind echt strange Gegner. Die würde ich echt gerne mal... Die würde ich gerne mal sehen, wie die richtig aussehen. Hoffentlich sieht man die mal noch außerhalb von so einem Silhouettenlevel. Okay, lila Münze. Bin gespannt, was hier jetzt beim Wunder passiert. Vielleicht sehen wir ja dann alles. Oh, hier sind Jump-Pads. Auch cool. Ein neuer Elefant. Ist hier irgendwas? Da ist der Wundersamen. Oder? Habe ich doch gerade gesehen. Ja, ja. Lol. Das hat der Typ da. Okay. Ja, dann. Let's go. Keine Ahnung, was jetzt hier kommt. Ja, okay. Ich habe übrigens auch schon bei Nintendo unfreiwillig gesehen, dass man irgendwie im All schweben kann. Das kommt auch noch irgendwann. Und der hat schon die Spezialwelt durch den Secret Exit gefunden. Und ich habe noch ein Overworld Secret gefunden mit Captain Toad in der ersten Welt. Da gab es das also schon. Okay, wir sind jetzt einfach Toad als Baum. Das heißt, wir können auch... Ja, wir können auch kein Item uns geben. Das heißt, wir... Ach, lol. Ach, wir können uns höhenverstellbar machen. Okay, wenn wir doch unten drücken, sind wir klein. Aber wir können natürlich auch groß sein. Das ist so dumm. Toadbaum einfach. Ah ja. Ich weiß nicht ganz, ob das so passt jetzt in die Welt, beziehungsweise... Keine Ahnung. Ja, das ist schon lustig. Das ist schon lustig. Ja, bin ich. Achso, ich dachte, ich muss hier Wandattacke machen. Ich denke immer, ich kann mich da irgendwie abstützen, aber das geht nicht. Außerdem wird Wandattacke in dem Zustand auch ein bisschen schwierig. Alter Vater. So, ich habe nur Angst, jetzt irgendwas zu übersehen. Ja, hier kann ich runter. Ah, okay. Wir haben alle drei lila Coins. Sehr schön. Wir müssen nur noch die Flagpole bekommen, also Fahnenstange oben. Dann haben wir dieses Level 100% geschafft, insofern es hier kein Secret Exit gibt, wovon ich aber nicht ausgehe, weil man ja erst eins gebraucht hat, um herzukommen. Oh, shit. Ah, okay, wir werden aber nicht klein.
Ja, toll. Jetzt haben wir keinen Push bekommen. Hä, aber ich muss doch diesen Wundersamen noch irgendwo beenden, oder? Wenn ich jetzt, ohne ihn zu beenden, ins Ziel gehe... Habe ich ihn dann eingesammelt? Nee, oder? Weil eigentlich muss man doch diesen Effekt dann immer beenden. Dann bekommt man ihn erst. Also muss hier doch noch irgendwas sein. Lol. Ich dachte es mir schon. Hä? Also... Ach, die Welt geht mit runter, wenn ich mich ducke, oder wie? Weil hier war irgendwas Auffälliges. Hier war irgendeine Animation. Oh Gott, ich dumm, Alter. Irgendwas war da gerade. Okay. Ja, cooles Level. Interessant. Nicht ganz so leicht, vom Gameplay. Weil man halt wirklich kaum was sieht. Ja, jetzt sind die Gegner weg. Ne? Jetzt kann ich die Flagpole nicht erwischen. Ja gut, dann müssen wir das auch nochmal spielen. Ist okay. Ich freue mich schon auf die Streams. Das sieht cool aus. Auch ein bisschen gruselig, die Augen. Oh, meine Rippen tun sehr weh. Alter Vater. Schade. Naja. Ich habe jetzt auch ein bisschen vorproduziert. Es ist jetzt gerade erst die 5. Folge, glaube ich, online. Und ja, es geht weiter. Okay, die Level erscheinen erst danach. Ich denke, 3 Level werden hier kommen. Also jetzt das und dann ganz oben noch eins. Mit Rolfs durch die Lüfte. Schwierigkeit 3. Die Rolfs wieder, die sind sehr, sehr cool. Die feiere ich sehr. Freut mich, dass die wieder da sind. Das Game ist unfassbar bisher. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Also, wie... Dass wir so ein krasses Game bekommen einfach. Das ist echt krass. Kann man die... Ja, die kann man auch mit dem Rüssel weghauen. Okay. So, was will der hier? Hallo. Wo soll der hin? Also, anscheinend da. Oh, knappes Ding. Okay. Oh, was? Uiuiui. Eieiei. Ah, nein. Ja, komm, das ist ja unfair. Digga, was geht ab? Hallo? Junge, Junge. Okay, ja, ich merke schon. Schwierigkeit 3, das kann ich bisher bestätigen. Ist nicht ganz ohne. Da war ein gelber Toadblock. Toad sieht auf jeden Fall auch lustig aus als Elefant. Spielt sich natürlich auch ganz normal, wie jeder andere Charakter auch. Wo geht der hin? Der geht da in die Ecke. Ist hier rechts oben vielleicht was? Nee. Bisher hatten wir noch keine undurchlässige Wand, oder? Okay, wie soll ich an die kommen? Da brauche ich den Rolf hier unten, ne? Warum eigentlich Rolf? Was ist das für ein Name? Warum? Nein. Ach, muss ich den im Rollen? Ja, ich muss im Rollen auf ihn springen. Verstehe, verstehe. Okay, das dürfte aber gehen. Jawohl, so ist es gewollt. Und dann ist hier auch schon Halbzeit. Und dann einmal der nächste Rolf, bitte. Ja, es geht aber klar. Ist okay, das Level bisher. Ist halt einfach so eine... So wie so ein Turm nach oben. Da ist die nächste lila Coin. Ich sehe schon, wir müssen auf die Wolke springen. Ja, das wird nicht ohne. Vor allem, wenn ich keinen Push vom Gegner bekomme. Da tue ich mich irgendwie sau schwer mit. Ah, sehr schön. Aber es hat geklappt. So, kann der weggehen? Okay, so kann ich ihn leider nicht adjupsen. Ist aber lustig. Double Kill. Was für Double Kill? Ist ja kein Kill. Der Rolf ist ja... Ja, eher eine Hilfe als ein Gegner. Ist ja kein Gegner. So, was macht hier die... Na gut, einfach ein paar Münzen. Ja, die lila Coin da hinten, keine Ahnung. Ist ja keine wichtige, aber wie man dies kommen soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Man muss irgendwie diesen Rolf hier hochbekommen, aber keine Ahnung, wie das geht. LOL, das muss ich nochmal machen, kurz. Oh mein Gott, wenn wir eine, wir können eine Cooper Shell sogar mit der Mütze beim Gleiten mitnehmen. Die tun wir dann zwischen die Beine, wie cool. Das ist auch sehr, sehr geil. Eine Kleinigkeit, aber cool. Perfekt. Sehr, sehr schön. Ui, 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 ui.
Okay. Ist hier eine Rolf-Spawn? Es tut mir leid, wirklich, es ist ein Husten, Alter. Ich fühle mich eigentlich gar nicht mehr wirklich krank. Es ist wirklich nur noch dieses lästige Husten und halt Schnupfen. Ist hier eine Rolf-Spawn-Fabrikstelle oder was ist hier? Okay, das dachte ich mir, dass man da irgendwo hinkommt. Da ist, glaube ich, die letzte Lidercoin. Ich glaube, wir haben nur noch eine, die fehlt. Okay. Verstehe, glaube ich. Einmal du. Und zack. Und ja. Müsste passen, jawohl. Ja. Lidercoins bisher in dem Level relativ easy. Finde ich aber wirklich gut, dass es die gibt. Nochmal eine extra Challenge. Boah, ey, ist so schlimm, Alter. Es ist so ein unbefriedigender Husten und es tut so weh im Kopf, Alter. Oh, das ist ganz eklig. Und das ist ein Kombi mit der Rippe. Mann, ich will zocken, aber mir geht's gerade richtig scheiße, Alter. Wirklich. Boah, kann der mal... Danke. Brauchen wir den überhaupt? Ich denke mal, ja. Scheiße. Jetzt kann ich ja nicht mehr runter, oder? Scheiße. Aber eigentlich kann nichts mehr da gewesen sein, oder? Weil ich hab alle... Nein, der Wundersamen. Ah, da war es sicher der Wundersamen. Na gut, dann beende ich mal das... Oh, oder? Oder er kommt hier noch. Ja, es scheint so, dass er hier noch kommt. Okay, dann haben wir vielleicht doch nichts verpasst. Ach, und hier ist die Mittellinie. Wir hätten jetzt das Level vor der Mittellinie beenden können. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab in den Mario Bros. So, das sieht mir hier sehr verdächtig aus. Nach Wundersami. Jawohl, da ist er. Was passiert hier? Okay, haben die einfach... Ja, okay, die haben den... Ja, etwas stärkeren Boost. What? Junge, hört das mal auf. Okay, Animation. Ach, jetzt kommt das. Jetzt kommt das mit dem im All schweben. Ah, okay. Mit B, also mit dem Sprungknopf, können wir nach oben uns pushen. Oh, das ist schwer. Aber so richtig steuern kann man nicht wirklich. Ist ein bisschen... Oh, ist ein bisschen schwer. Es geht aber, es geht. Es geht von der Steuerung. Ich habe mir das schon mal vorgestellt. Das ist, wo ich vorhin erzählt habe, dass ich das unfreiwillig schon gesehen habe bei Nintendo. Also nur, dass das geht, dass man schwebt. Ah, scheiße. Okay, das Ding ist, man dreht sich halt die ganze Zeit. Wenn man nach vorne macht. Das ist halt schon ziemlich abgefahren. Es ist echt nicht so leicht, weil wenn man hier einmal an den Rolf kommt, dann wird es problematisch. Was war das denn? What the fuck? Ein Riesenrolf? Muss ich überhaupt die Sprint-Taste gedrückt halten? Ich glaube schon. Wobei, nee, ich glaube nicht. Aber die halte ich generell immer gedrückt. Okay, und da ist der Wundersamen. Erinnert mich sehr an Mario Galaxy irgendwie. An diese Level, wo man sich so um diese Stachelkugeln ranziehen muss. Ist bestimmt auch angelehnt daran. Auch die Sterne im Hintergrund, also... Ja, ich denke, das ist eine ganz klare Mario Galaxy-Anspielung, die ich sehr, sehr feiere. Okay. Und wo geht's zurück? Oder ist das hier ein Secret Exit? Okay, rechts geht's nicht weiter. Hä? Ist hier eine Röhre? Ja. Gut, in dem Fall sieht man es jetzt nicht. Wegen der Facecam, aber okay. Ja, das war doch cool. Dann haben wir das Level ja auch gemeistert. Alter, dieser Husten. So, 10 Minuten machen wir noch. Es tut mir wirklich leid, ich wollte jetzt eigentlich 2 Folgen aufnehmen, aber auf einmal tut der Rücken, die Rippen weh, der Bauch, die Seite. Das war nicht geplant. Ich muss auf jeden Fall noch vorproduzieren für den Urlaub. Ich bin da von Samstag bis Mittwoch weg, glaube ich. Ja. Deswegen, ich muss auf jeden Fall noch einiges aufnehmen. Jetzt machen wir noch das Abzeichentest. Chatantrieb, also ein neues Abzeichen. Okay. Da haben wir es. Mal sehen, was das jetzt ist. Abzeichentest. Du rennst immer mit großer Geschwindigkeit. Ah, okay. Rennst du über eine Klippe, kannst du für einen kurzen Moment sogar in der Luft springen. Okay.
ging jetzt nicht so gut. Ah, okay, verstehe. Aber nur einmal. Mhm. Okay, das ist auch eine sehr, sehr... Das ist auch eine sehr coole Fähigkeit. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen und das ins Blut übergehen lassen. Boah. Okay, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der sich da so... Ist aber schwer, ne? Hat ja auch 3 Sterne. Ja gut, die Hechtfunktion ist halt... Oh, okay, da musst du... Das ist ja voll das komische Gefühl, einfach über so eine Klippe zu rennen. Das fühlt sich total falsch an. Alle Instinkte schreien da auf. Alter. Nein! Ja. Weiterlaufen. Das ist aber echt krass, Alter. Allein für die Schnelligkeit ist es doch schon voll OP, das Abzeichen, oder? Das war schön. Ah, oh, knappes Ding. Ja, aber die habe ich doch vorhin eingesammelt. Warum hat er die nicht gespeichert? Normal speichert die doch. Hat das jetzt gespeichert? Nö. Na gut. Okay, jetzt nicht weiter Leben verschwenden. Ja, das war dumm. Wobei, verliert man überhaupt ein Leben bei einem Test? Nein. Das dachte ich mir sogar. Okay. Ich würde sogar fast gerne... Nein, das war dumm. Ich würde sogar fast gerne nochmal von neu starten, damit ich die ganzen Dealer-Coins mitnehme. Das mache ich jetzt auch. Da starten wir das erste Mal ein Level neu. Sehr coole Fähigkeit. Das ist ziemlich cool. Aber wie gesagt, da muss man sich auf jeden Fall erst dran gewöhnen. Jawohl. Perfekt. Bis hierhin alles gut. Okay. Danke. Stark. Sehr schön. Okay, krasse Fähigkeit. Krasse Fähigkeit. Ja, die könnte bestimmt auch... Boah, die könnte bei einigen Sachen sehr hilfreich sein. Für die Fahnenstange zum Beispiel auch oft, bestimmt. Okay, die ist dope, ja. Die ist krass. Das ist interessant. So, jetzt startet... jetzt ist hier oben wahrscheinlich noch eins. Ah, nee, das ist ein Portpunkt. Toll gemacht. Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Soll ich es anlegen? Ja, ich würde sagen, das probieren wir gleich mal beim nächsten richtigen Level. Wir haben noch ungefähr 5 Minuten. Wo geht's jetzt hier hin? Geht nochmal zu einem anderen Gebiet. Kommt hier vielleicht die Spezialwelt? Die Nintendo entdeckt hat? Ich weiß es nicht. Doch, es scheint so. Ja, ja. Das ist die Spezialwelt. Ich weiß nicht, ob es nur eine Spezialwelt gibt, aber... Ja, das ist die. Enorm, unglaublich. Dieser Ort ist wirklich fantastisch. Hm, wo sind wir hier eigentlich? Ich finde, dieses Gebiet ist etwas ganz Besonderes. Es ist geradezu ein Spezialgebiet. Königssamen gibt es hier wohl keine, doch wir sollten uns trotzdem einmal umsehen. Okay. Ich hoffe, es gibt mehrere Spezialwelten wieder. Da hinten ist ja noch irgendwas. Okay, ich werde hier noch kein Level machen, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Okay, es gibt also doch Schwierigkeit 5. Der Reiz ist schon da, aber nein. Wobei, Nintendo hat sogar, glaube ich, gleich das erste Spezialwelt gemacht. Vielleicht machen wir es doch bald. Also, 5 Sterne gibt es auf jeden Fall. Vielleicht gibt es sogar noch ein bisschen mehr. Bei 6 Sterne dann in schwarz? Ich weiß nicht. Das ist aber echt cool. Und ich würde die Folge jetzt leider schon beenden, weil, wie gesagt, es tut wirklich weh und ist schon mies. Jetzt wollte ich aber nochmal kurz das Overworld Map Secret euch zeigen. In dieser Welt, das war hier hinten. Da war irgendwas, genau. Ah, da ist, keine Ahnung. Da kommt man dann zu Captain Toad, der hier das Wölkchengebirge spoilert, sag ich mal. Was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet ihr nicht? Ich war ganz auf meine Schatzsuche konzentriert, als ich plötzlich in einen Sturm geraten bin. Schätze habe ich hier nicht viele gefunden. Aber der Ausblick ist toll, oder? Ach ja, während des Sturms wurden hier 50 Blumenmünzen direkt in die Arme geweht. Die können euch sicher helfen, wenn ihr gerade ein Abenteuer erlebt. Dankeschön. Dann haben wir heute ein bisschen was nachgeholt und diesen neuen Abschnitt von der ersten Welt gemacht. Und in der nächsten Folge geht es dann ganz gewohnt da weiter, wo wir eigentlich aufgehört haben. Und zwar auf diesem Plateau in Richtung Gipfel vom Wölkchengebirge. Viel ist es nicht mehr. Vielleicht werden wir in der nächsten Folge schon den Gipfel erreichen. Ich glaube, hiernach kommt nur noch so ein kleines Stage mit einem Level. Das hat man ja irgendwo gesehen.
Und dann... Emote. Und dann kommt da oben schon das nächste Schloss, beziehungsweise der nächste Palast. Bin gespannt. Okay, dann, ja, tut mir jetzt leid. Ich beende die Folge hier. Werde aber die nächsten Tage sowieso noch aufnehmen müssen, auch wegen Vorproduzieren. Das war's aber erst für heute. Macht's gut, wir sehen uns bald wieder. Bis dann und ciao.